Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Bauhof Weber auf meinem Kanal im LS17. Ja, heute wollen wir, wie ihr seht, es geht auf eine Baustelle, nämlich wir haben den MAN-TGS. Dann haben wir die Asphaltiermaschine und dann haben wir einen BMW, einen schönen, was ist das nochmal für einer? X540. Okay. Und dann haben wir noch einen Mercedes Sprinter. Ja, es geht auf der Baustelle. Hier heute mit den zwei Kolleginnen. Okay. Und dann. Jetzt, ihr wisst ja noch gar nicht, wohin es geht. Hier stehen auch schon Absperrungen. Die haben die Kollegen schon hier hingestellt. Denn nachher, wenn alle Fahrzeuge hier reingefahren sind, werden wir hier die Straße dicht machen. Ebenfalls wieder hinten auch. Und dann werden wir hier auf diesem Bereich hier nämlich einen Parkplatz bauen. Denn ihr seht ja, ich habe so mit dem Bürgermeister abgesprochen, weil der wollte diesen Parkplatz. Dann hat er mich gefragt, wo es einen guten Ort geben würde. Weil, wo auf der Bauweber, habt ihr schon mal Parkplätze gesehen? Es gibt einfach fast nirgendwo Parkplätze. Dann hat er mich halt gebeten, einen Parkplatz so zu bauen. Dann habe ich ihm halt diese Stelle hier geraten zu nehmen. Und ja, dann, jetzt werden wir die hier auch nehmen. Weil, guck mal, dann kann ich da meine Autos auch abstellen, weil das ist halt keine Lösung. Hier stehen die zwar nicht im Weg, aber ich meine, wenn es mal regnet, ist der Boden hier ganz schnell, ja, da sind die Reifen ganz schnell dreckig, weil das wird ja dann hier auch matschig hier und so. Und halt für die ganzen anderen Anwohner, die haben jetzt zwar noch einen Hof und eine Garage, aber die auch nicht. Und die da vorne haben jetzt, glaube ich, doch, die haben, glaube ich, auch. Aber halt, dann können die ihr Auto auch mal hier abstellen. Vor allem, wenn die zwei Autos haben, können die das hier auch abstellen, weil da passen ja nicht zwei Autos in die Garage. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt mit den Autos mal hier rüberfahren. Aus diesem Projekt hier wird es mehrere Folgen geben. Zumindest zwei Folgen kann ich garantieren, weil erstmal das Ding braucht ja schon lang. Das Asphaltieren geht ja auch schon mal eine Weile. Halt auch schon. So, Junge, wie weit muss ich eigentlich ausholen? Das Asphaltieren geht ja auch erstmal ein Stückchen. Und das dauert dann einfach sehr lang. Geht es? So, jetzt geht's auf jeden Fall. X machen wir mal. Dann können wir auch da mal an. So, dann tun wir da mal. Oh, ich dachte gerade, hätte die Rundumleute an. Nee, die kann sie aber. Was ist das? Okay, wieso geht es gerade nicht? Naja, egal. Okay, das Auto, den befreie ich mal, den Helfer. Die können jetzt Feierabend gehen machen. Ja, den Sprinter. Den stelle ich mal dahin. Und den. Mit dem werden wir gleich nach unten fahren. Den brauchen wir, weil jetzt machen wir erstmal die Straße dicht. Objekt anheben. Okay, jetzt sehe ich gerade nichts mehr. Und dann nehme ich mal das Schild da.
Das Schild hängt erstmal im Boden fest. Und jetzt ist es umgefallen. Ich hoffe, man kann das wieder aufstellen. Junge! Ah, geil, das hat sich aufgestellt. So, weil jetzt sollte man sehen, dass hier eine Baustelle ist und man kommt auch nicht mehr rein. Und jetzt werden wir mit dem Auto erstmal die Mauern, die habe ich hier mal platziert. Eigentlich habe ich die wieder entfernt, weil ich hier den Parkplatz bauen wollte. Und jetzt sind die wieder da, obwohl ich es gespeichert habe. Dachte ich zumindest. Dann habe ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Das ist natürlich toll. Ironisch gemeint, weil eigentlich wollte ich die Mauern da doch nicht haben. Okay, wie fahre ich? Ich habe die einfach mal gedownloadet, diese Mauern, das war eine Mod. Und dann wollte ich die mal ausprobieren und habe die hier platziert. Ja, auf jeden Fall, wieso fahren wir jetzt hier runter? Weil wir hier natürlich auch noch die Straße sperren müssen, hier soll man ja nicht mehr reinkommen. Eigentlich hätte hier auch eine Absperrung gereicht. Jetzt habe ich hier auch zwei. Wieso habe ich da zwei? Keine Ahnung. Nee, ich weiß wirklich nicht. Wieso? Ich dachte, die Straße wäre, glaube ich, breiter, deswegen. Das Schild hängt hier mal auch fest, oder wie? Auf jeden Fall, das bekommen wir jetzt hier schon raus, oder? So. Nein. So, also ja, eigentlich kann ich das dann ja auch noch hier hinstellen. So. Vielleicht, dass man nicht auf die Idee kommt, hier durchzufahren, stelle ich das halt noch so hin. So, dann haben wir jetzt hier erstmal alles dicht gemacht. Und dann fahren wir wieder zurück. Und die sind jetzt genau falsch rum irgendwie platziert. Ja, da haben wir auch noch eine Baustelle am Laufen, zu der wir uns auch mal wenden werden. Und ja, jetzt ging das Video ja auch schon. 8 Minuten geht's jetzt bereits ungefähr. Was heißt, ich werde jetzt mich von euch verabschieden, denn ich habe ja gesagt, es wird mehrere Folgen geben. Und jetzt geht schon 8 Minuten und ich will jetzt mal versuchen, kürzere Videos zu machen, weil ich halt auch gemerkt habe und es auch gesehen habe, wie lange meine Abonnenten meine Videos schauen. Das sehe ich nämlich in den Analytics oder sehe ich, wie lange ihr die Videos schaut. Also von jedem Einzelnen, der die Videos geschaut hat. Und wie lange dann die Zeit insgesamt ist und so alles. Und ja. Und ich habe gemerkt, viele gucken einfach den Anfang und schalten dann auch wieder ab, also die ersten 5 Minuten oder so und sind dann wieder weg und das will ich nicht. Deswegen versuche ich jetzt die Videos nicht länger zu machen als 10 Minuten. Ja, und deswegen werde ich jetzt hier mehrere machen. Ansonsten hätte ich jetzt halt ein großes gemacht. Aber ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst ihr kein neues und weiteres Video mehr. Und ja, wenn ihr ein Abonnenten-Special haben wollt auf meinem Kanal, also eins sehen wollt, dann müsst ihr fleißig abonnieren, denn erst bei 100 Abonnenten gibt's ein Abonnenten-Special. Auf die 50 kommen wir jetzt ja schon zu. Also wer noch nicht abonniert hat, aber meine Videos guckt, abonniert bitte, denn dann wird es auch ein Abonnenten-Special geben, wo vielleicht irgendwas, was Besonderes kommt, keine Ahnung, muss ich mir noch was überlegen. Also nicht so ein Video wie jetzt auf dem Kanal, sondern mal was anderes oder so. Dann, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, dann sage ich Tschüss bis zum zweiten Teil oder bis zu einem anderen Video. Tschüss!